werde ich durch die Operation geheilt. Wenn der Vulvakarzinom bei der Diagnose klein und lokalisiert ist, sind die Prognosen ganz gut. Also grundsätzlich gilt, dass je früher der Tumor entdeckt wird, umso besser die Heilungschancen sind. Also im Frühstadium, wenn der Krebs auf der Vulva beschränkt ist und keine Ableger in der leisten Lymphknoten vorhanden sind, werden 80% der Frauen geheilt, also 4 von 5 Frauen. Oft ist die Chirurgie da alleine ausreichend. Die Wunde nach einer Operation heilt sehr gut. Es braucht ein wenig Geduld und eine gute Wundpflege und Betreuung, welche aber ambulant gewährleistet werden kann. Die Funktion der Vulva kann wieder hergestellt werden. Kann ich nach der Therapie Geschlechtsverkehr haben? Ja, die Sexualität soll unbedingt erhalten bleiben. Das ist unser Ziel auf jeden Fall. Durch eine interdisziplinäre Arbeit versuchen wir, die Funktion der Vulva zu erhalten. Während der Operation decken wir größere Defekte plastisch-chirurgisch ab. Anschließend sorgen wir für die Wundheilung. Dies bedeutet eine intensive Betreuung durch die Gynäko-Onkologen, aber auch durch spezialisierte Fachpersonen. Aber auch wenn Geschlechtsverkehr nach der Therapie möglich ist, weitere Aspekte wie Scham und Angst vor Schmerzen beeinträchtigen oft die Sexualität. Viele Patientinnen haben nach der Therapie Hemmung, sich die Vulva anzusehen. Es ist wichtig, dies mit der Patientin zu besprechen, die Vulva zusammen anzuschauen, zum Beispiel im Spiegel während der Sprechstunde, damit das Vertrauen bei der Patientin wieder entsteht und das Selbstbild positiv verstärkt wird. Bei Bedarf können Sexualmediziner bei der Betreuung unterstützen. Hierbei ist es auch wichtig, die Partner mit einzubeziehen, weil auch diese oft Angst haben, Schmerzen zu verursachen.